Die Landpartie unterscheidet sich davon, dass man wesentlich mehr Wert auf den Genuss und das Genießen eben legt, sowohl der Kultur, der Landschaft und natürlich auch der entsprechenden Unterbrechungen oder Wanderpausen, das heißt ein bisschen was essen, in Ruhe die Zeit genießen und dann, wenn man Lust hat, wieder weiterfahren. Wir freuen uns eigentlich auf jedes Auto bei der Landpartie, aber die Perlen sind natürlich die sehr seltenen Autos. Zum Beispiel ein Rosengart, das ist ein französisches Auto, davon existieren vielleicht auf der ganzen Welt noch 2-3 Stück. Oder auch die alten DDR-Autos, die in einem tollen Zustand sind und die hier einfach mit dazugehören. Ich bin unheimlich stolz, dass wir so ein tolles Team haben, die wirklich so mit viel Kreativität, Engagement, Leidenschaft diese Herausforderungen stemmen. Es ist nicht einfach. Und was mich besonders freut, dass wirklich der eine sich auf den anderen verlassen kann, sie als Team funktionieren. Ich glaube, sonst geht das gar nicht. Und dabei gar nicht auf die Uhr gucken und sehr viel Leidenschaft auch für dieses Thema mit einbringen. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich finde es total angenehmer, in entspannter Atmosphäre die Landschaft zu genießen, dann natürlich mit meinem Partner zu zweit im Auto zu sitzen und diese schöne Umgebung einfach zu erfahren. Entschleunigte in einer heutzutage doch etwas stressigen Zeit eigentlich ganz schön. Diese Zusammenkunft der Menschen, dieses entspannte Miteinander durch die Landschaft wandern, aber halt mal mit Fahrzeugen, ist für uns was Neues. Wir fanden die Idee halt schön und das verbindet, wie gesagt, unsere Leidenschaft mit Immobilien, mit alten Objekten, alten Häusern, die man auch so restaurieren kann, wie man auch schöne Autos restaurieren kann. Ganz hervorragend. Die Stimmung ist hier außergewöhnlich gut. Die Teilnehmer sind extrem locker drauf, sind wirklich herzlich, sind sehr sympathische Teilnehmer. Und auch die Organisation, muss ich hier mal erwähnen, perfekt organisiert. Also sowas findet man wirklich seltenst in der Branche.
diesem Sinne, morgen früh geht's weiter und morgen Nachmittag große Zieleinfahrt auf dem Altmarkt in Cottbus. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen ein charmantes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Es geht nicht darum, von A nach B zu kommen. Normalerweise der Zweck von Autos ist, jedenfalls modernen Autos und jeweils in hektischer Zeit. Es geht darum, viel mehr wahrzunehmen. Von dem Auto selbst, aber auch von der Umgebung und von der Landschaft, die man fährt. Und es geht, glaube ich, auch ganz viel darum, diese Leidenschaft mit anderen zu teilen. Der heutige erste Tag war perfekt. Es passte alles von der Strecke. Von den Haltepunkten her, die Spaßeinlagen, sage ich mal, ja, die wir machen mussten, vom Melken bis zum Reifenwerfen. Also das war einfach sehr schön. So ein entspanntes Fahren. Wir fahren auch mal andere Veranstaltungen mit Rotpunkten, aber das hier ist einfach easy go. Wir sind im Metier seit 1975 und die Oldtimer kennen sich wie eine große Familie. Und das ist, wenn man so will, auch ein Familientreffen. Das ist doch was, oder? Schön, sehr entspannt, schön grün. Die ganze Gegend finde ich wunderschön jetzt. Und besonders habe ich mich auf Neuzelle gefreut. Das ist eine Landpartie. Tolle Straßen, tolle Kurven. Es geht auch rauf und runter, bewegtes Gelände. Sehr angenehm.
im Roadbook zu arbeiten, sondern nach diesen Zeichen zu fahren. Gefällt uns sehr gut, ja. Ist entspannend. Und dadurch hat man keine Möglichkeit, sich zu strecken. Und die Natur, wo wir jetzt durchgefahren sind, es war himmlisch. Tja, mit dem Kühlwassersystem haut was nicht ganz hin. Aber ja, der RC wird es uns schon erklären. Bei der Spreewälderin sitzen wir hier und da drüben sind die Kanus und die Schleuse und die herrlichen alten Autos, die da vorne stehen. Große Freude. Ich war bisher nur mit dem Fahrrad hier. Erste Mal mit dem Oldtimer. Ja, Spreewald spricht ja schon für sich aufgrund seiner tollen Natur und seiner tollen Umgebung. Und die Route war auch sehr gut gewählt. Man hat viel gesehen und tolles Gefühl. Niemand. Hat einfach ein bisschen Ruhe. Das ist schon mal schön. Spreewald ist eh schöne Landschaft. Wenn man aus der Großstadt kommt, ist schon ganz schön. Wir kannten das vorher gar nicht so. Ja, und waren auch noch nie im Spreewald. Nur im Spreewald. Nee, wirklich nicht. Zwar in Cottbus, aber nie in der Umgebung. Ja. Umgebung, ja. Also das ist wirklich was Besonderes. Super, toll ausgeschildert, Feier. Essen war gut, Wetter war gut. Das wollen wir noch mehr. Im Bereich LG. Gut ab, habt ihr ganz toll gemacht.
und wir gehen direkt zur Siegerehrungsparty der zweiten ADAC Landpartie Klassik. Als wir angekommen sind in Cottbus Altmark, das war eben hervorragend, man stand da links und rechts, das war wie ein Spalier. Das ist so, als ob man selber im Sport so eine tolle Leistung vollbringt, nur dass man diesmal eigentlich ein Nebendarsteller ist, weil die Hauptdarsteller sind dann die Autos. Und das ist auch was Schönes. Ja. Der Pokal kommt erstmal in die Vitrine. Dass es in Brandenburg ein Kloster gibt, mit so einem Ambiente, hatte ich überhaupt nicht erwartet. Und das fand ich schon beeindruckend, ja. ADAC Landpartie 2017 war aus unserer Sicht ein absoluter Erfolg. Als Fahrer teilzunehmen, noch viel, viel toller. Ein Kindheitstraum sozusagen, ein altes Fahrzeug in historisch zu fahren. Besser, ja, ich kann es kaum beschreiben. Ja. Meine Damen und Herren, natürlich hoffen wir als ADAC Berlin-Brandenburg, den einen oder anderen auch im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Unsere nächste Landpartie wird wohl von Köpenick ausgehen, und zwar in das Seenland Oder-Spree.